Früher war die japanische Stadt Rikuzen-Takata berühmt für ihr smaragdgrünes Wasser und die Sandstrände. Beim Tsunami 2011 wurde die Region im Nordosten des Landes zerstört. Jetzt kommen die Touristen wieder aus unterschiedlichen Gründen. Ich bin hier, weil ich sehen will, ob es Fortschritte beim Wiederaufbau gibt. 2,5 Jahre nach der Katastrophe. Und wegen des Baums der Hoffnung, dem einzigen, der den Tsunami überlebt hat. Die Kiefer ist als einzige stehen geblieben aus einem Wald mit 70.000 Bäumen. Sie ist in ganz Japan bekannt als Symbol für die Anstrengungen beim Wiederaufbau. Jetzt zieht die Kiefer Touristen an, über die Bevölkerung froh ist. Jeden Tag essen die Touristen in den Restaurants und wir bringen sie zu den Souvenirshops. Wir bringen Konsumenten. Das kann nur positive Auswirkungen auf die Wirtschaft der Region haben. Die Katastrophentouristen helfen den Geschäftsleuten, wieder auf die Beine zu kommen. Der Voyeurismus mancher Besucher aber ist belastend. Wenn die Touristen mich direkt fragen, wie viele Menschen gestorben sind, dann ärgert mich diese Art von Neugier. Aber wenn sie mich fragen, wie es mir geht, oder wenn sie mich ermuntern, nach vorne zu schauen, dann bin ich dankbar. 1800 Menschen starben allein in Rikuzen-Takata beim Tsunami im März 2011. Die Trauer ist noch längst nicht vorbei. Um ihren Respekt zu zollen, legt jeder Tourist eine Blume nieder. Sie ist in den Reisekosten enthalten.